Morgen. Da sind wir wieder. Aus Schweden. Aus Schweden, aus Gällivare oder wie Ja, es so hier heißt heißt. das wohl. Irgendwie so. Die haben immer ganz viel I's und L, das kann Es man nicht ist aussprechen. schwierig für Aber uns, es ja. heißt wohl Gällivare. Hätte ich jetzt gesagt, ja, genau. Und wir haben es geschafft, der Schneefront noch wegzufahren. Allerdings, ja, wir haben eben das Wetter gecheckt und da, wo wir gestern gewesen wären, wo eigentlich geplant war, scheint es heute wirklich massiv zu schneien. Ja, da ist wohl irgendwie völlig Land unter. Und wo wir gestern gestanden und gesagt haben, wir müssen weiterfahren, dass wir es nicht erwischen, da ist auch Land unter und jetzt sind wir hier und hier ist gut. Und hier scheint tatsächlich auch die Sonne. Ja, es ist, Also wir, zumindest draußen ist es nass zwar von heute Nacht, aber jetzt im Moment ist es trocken. Es sind zwar nur 3,3 Grad, aber der Himmel ist blau. Und wir fahren jetzt ja weiter südlich nach Östersund. Östersund. Und wenn wir da das Wetter angucken, sind es so zwischen 6 und 10 Grad und überhaupt keine Also ja. Regenwahrscheinlichkeit, also gar Das heißt, nichts. es wird zwar kalt, die Fahrt, aber das ist wenigstens trocken. Genau. Darauf Also kommt es an. darauf kommt es an. Genau. Ja. Jetzt ziehen wir uns ein Früchtemüsli rein. Genau. Dann ruckzuck die Dinger gepackt, zum Coop gefahren, noch Snacks gekauft, weil die haben geile Sachen, die Finnen und Und einen Norwegen und wie sie auch Kaffee. noch heißen. Wir Einen haben Kaffee keinen brauchen wir, aber Kaffee wir haben mehr keinen hier, Kaffee also brauchen mehr. wir dringend einen Kaffee. Also ich brauche zumindest Ja, ich auch, sehr dringend. einen. Also ich brauche sehr dringend einen Kaffee und beim Coop gibt es wohl auch sehr guten Kaffee. Genau. Also redet man so hier in den Ländern. Ja. Genau. Und dann geht's dahin und dann geht's wieder völlig in die Wildnis, weil hier sind hunderte von Kilometern, ist nur Wald. Da wohnt niemand, da ist nur mal ein toter Elch im Graben, ist der Einzige, der da wohnt. Stimmt, haben wir gestern gesehen, ja. Und ansonsten ist da gar nichts irgendwie. Ja, Also aber. einfach nichts. Man fährt immer, oder? Man fährt immer, aber wir kommen mit 100 auf jeden Fall deutlich schneller voran als mit den 80, die in Norwegen aufgerufen werden. Wenn 80 waren, Ja, war wenn ja wir oft 80 auch waren. irgendwie begrenzt. Richtig, Genau. genau. Also, Wir ziehen dann ab wir und ziehen. melden uns von unterwegs, weil jetzt ist das Wetter nicht mehr so dramatisch. Jetzt brauchen wir nicht so dauernd hier pumpen. Jetzt können wir auch mal ein Richtig. bisschen. Können wir auch genießen, auch mal eine Pause einbauen, vielleicht auch mal wieder einen Genau. Drohnen-Shot machen. Was man halt so treibt. Richtig. In diesem Sinne, bis später. So, wir sind Ja. jetzt hier kurz hinter Jokkmokk Und wir überschreiten gerade wieder den Polarkreis. Diesmal aber halt aus dem Kreis heraus, also aus dem Genau. Polar. Wir waren die ganze Zeit drin, jetzt fahren wir wieder raus. Ich dreh uns mal, dass man mal hier sieht. Irgendwie da stehen die Motorräder. Hab ich sie? Ja. Irgendwie da sind sie und hier ist das große Schild. Da hinten, da. Polarzirkel. Napairi Arctic Circle hier. Genau. Ja. Und die Sonne scheint. Es ist zwar sehr kalte Luft, aber wir haben die Regenanzüge an, das passt. Und wir fahren jetzt immer weiter der Sonne entgegen Richtung Süden einfach. Ja. Ja. Genau. Heute läuft es mal wieder. Läuft alles wieder glatt nach den Richtig letzten geil. Tagen. Können schön glatt machen jetzt. In diesem Sinne geht es jetzt weiter. Bis gleich. Bis gleich.
aus Schweden. Aus Schweden, jawohl. Vom Rastplatz oder beziehungsweise aus einer kleinen gemütlichen Ecke neben der Straße am See. Ja, wir hoffen mal, man hört was, weil der Wind ist doch sehr extrem. Wir wollten die Drohne fliegen lassen, aber die packt echt viel, aber das aber geht das gar nicht. Also, Nordkapazität gepackt, aber das, das ist hier echt enorm. Also hier ist so krasser Wind, das ist hier nur ein kleiner See. Ich laufe mal ein bisschen darüber oder wir. Und der hat jetzt richtig Wellen. Also das ist so viel Wind, dass dieser eigentlich eingehauste, gemütliche See voll ist. Mit Wellen. Man sieht es auch an den Bäumen. Es fegt ganz ordentlich. So, und bevor die Motorräder umfallen. Macht einem schon ein bisschen Sorgen, weil es ist so massiv hier. Man sieht dann der Regenkombi vielleicht ein bisschen und an den Bäumen und man hört es auch. Und außerdem haben wir auch noch 500 Kilometer und fahren jetzt weiter. Also es ist echt so, wenn du mit Motorrad unterwegs bist, dann ist es wirklich alles mit vollen Sinnen genießen. Also du erfährst alles, den Wind, die Straße, die Gerüche, alles. Den Schotter, weil die Straße fehlt teilweise mal so ein paar Kilometer und da zieht es einen dann schon rüber. Und es wird auch gleich wieder richtig kalt. Frostfinger. Frostfinger. In diesem Sinne geht es jetzt weiter bis zum nächsten Halt. Vielleicht geht dann die Drohne wieder. Gute! Hier eine Baustelle eingerichtet, wo man einfach wie über so ein Gleisbett gefahren ist. Es war komplett loser Schotter, Zentimeter dick. Ja. Und wir halt mit den voll beladenen Twins mit da rein. Mit den viel zu schweren Dingern und da rein. Da, ich weiß nicht. 13 Kilometer gefühlt. Irgendwie, weiß ich auch nicht. Es war wie als würde man auf einem Schwamm fahren. Mit 20 km/h die ganze Zeit. Das Ding hat gewackelt, die Twin, hin und her. Also ich glaube, mir ist. Die ist ausgebrochen, zweimal die Sau. Das ist so ausgebrochen, dass ich dachte, jetzt liege ich auf der Fresse. Hätte man angehalten, wäre es das einfach komplett gewesen. Da hätte es das Motor zerlegt in alle Einzelteile und uns gleich mit. Aber es geht darum, Kopf immer kühl behalten, gerade fahren. Weiterfahren. Und dann einfach bloß nicht stehen bleiben, hat man verloren. Ja. Immer weiter. Wir wurden volle Tüte gejogmockt, sagt man hier in Norwegen. Ja, sagt man so. In Schweden sagt man, wenn richtig. Was richtig Mieses passiert, man wurde gejogmockt. Ja. Und das wurden wir gerade richtig. Genau. Und wir müssen jetzt einfach mal kurze Pause hier machen. Mal kurz Middle of nowhere. Die Hände einfach entkrampfen, die Beine, den Rücken, das war alles so angespannt. Jetzt ewigst Kilometer lang. Kurze Pause. Kurze Pause, das muss jetzt einfach mal sein. Normal wäre jetzt Drohnentime, aber es ist immer noch so windig. Die Drohne, die fetzt einfach sofort hier in die Pappel, das wäre nichts. Das wäre nur Fetzdrohne. Also in diesem Sinne, kurze Pause und dann geht's weiter on the road. Bis dahin. We'll be right back.
Ikea angekommen in Schweden. Die Sonne geht gerade unter. Ja. Und wir bauen jetzt hier das Zelt auf. Genau, sind schon fleißig dabei. Es verspricht eine kalte Nacht zu werden. Ja, aber die Zeltheizung haben wir dabei, haben schon ausgepackt, schon bereitgelegt. Genau, jetzt gibt es gleich noch Nudeln mit Paprikasoße. Genau, Jägertopf so. Genau, und dann ja, verziehen wir uns ins Zelt. Langsam ins Zelt, ja. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Alles klar. Bis dahin. Bis dahin.